Jede Gesellschaft funktioniert durch Sprachgebrauch. Wir bewegen uns wie selbstverständlich in einer Welt aus Hinweisen, Gesprächen und Zeichen. Wenn wir neu in eine Gesellschaft kommen, müssen wir integriert werden. Was bedeutet das? Wir haben Fachleute befragt. Integration bedeutet für mich gesellschaftliche Teilhabe, die Fähigkeit, an einer neuen Welt teilzuhaben. Technik ist ein Schlüsselbereich in der Gesellschaft, wenn es um Integration geht. Ein Beispiel dafür wäre Human-Machine-Interfaces, also die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschinen, die sie bedienen, und dass die eben genau so ausgestaltet sind, dass möglichst wenig Exklusion besteht, möglichst viele Leute mit dieser Technik umgehen können. Für mich heißt Integration Partizipation. Es heißt mitwirken und mitgestalten des eigenen Lebenskontextes und der Gesellschaft überhaupt. Jetzt Integration in der Pflege oder in der Gesundheit im größeren Sinne geht für mich darum, dass man mit einer großen Selbstverständlichkeit davon ausgeht, dass es unterschiedliche Referenzsysteme in Bezug auf Gesundheit gibt. Sprachliche Integration in Bezug auf unser Institut bedeutet auch domänenspezifische Kommunikation und Sprachförderung im Hinblick auf Domänen. Das heißt, dass man sich im Hinblick auf spezifische Berufssituationen sprachlich neue Welten erschließt. Und wenn Sprachförderung sich so manifestiert, dann ist sie natürlich auch sehr nachhaltig. Dann ermöglicht sie die Teilhabe an ganz spezifischen und neuen Berufsfeldern. Ingenieurinnen und Ingenieure stehen nicht außerhalb der Gesellschaft, wir unterstehen den gleichen kommunikativen Anforderungen, und es ist speziell wichtig, dass wir uns eigentlich verständlich machen können, was wir tun und warum wir das tun, und in diesem Sinne steht Sprache im Mittelpunkt. Sprachliche Integration bedeutet für uns im Bereich Gesundheit Verständigung. Und zwar nicht nur Verständigung, indem man Wort für Wort übersetzt, sondern auch kulturelle Übersetzung und kulturelle Verständigung. Aus der Perspektive der angewandten Linguistik heißt sprachliche Integration nicht nur mitteilen können, sondern durch Sprache teilnehmen können. Teilnehmen am sozialen Leben, am wirtschaftlichen Leben, teilnehmen an der Gesellschaft überhaupt. Und in der Gesellschaft haben wir Menschen mit unterschiedlichen sprachlichen Ressourcen. Zum Beispiel Einheimische haben nicht die gleichen Ressourcen wie Migrantinnen und Migranten. Gehörlose haben nicht die gleichen sprachlichen Ressourcen wie Hörende. Und auch jüngere Menschen haben nicht die gleichen sprachlichen Ressourcen wie ältere Menschen. Und wenn diese Menschen, alle diese Menschen mit den unterschiedlichen Ressourcen gleichberechtigt interagieren können, dann gelingt für mich die sprachliche Integration. Wenn Sie mehr zum Thema sprachliche Integration wissen wollen, dann besuchen Sie unsere Lerneinheit.